back from the dead. Ja, willkommen zu einer neuen Episode der Fortnite Daily News. Und heute geht es um zwei größere Themen. Das große Update, wie wir gedacht haben, ist noch nicht gekommen. Es gab ein kleines Update heute, eine Punkt-1-Version nur. Das heißt also nur ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Das heißt also, wir werden wahrscheinlich dann nächste Woche ein größeres Update sehen mit den letzten beiden Wochen Content. Oder die werden es halt komplett teilen, nochmal dann pro Woche. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Wir werden auf jeden Fall dann noch einiges sehen, jetzt vor allem, wo es in Richtung Ende der Season geht. Und wir ja so langsam aber sicher mal so ein bisschen erfahren müssen, was passiert. Ihr wisst, der Raketenstart ist auf jeden Fall geplant. Zumindest wird da eine Rakete gebaut. Was am Ende dann da passiert, bin ich mir auch noch nicht ganz sicher. Ich bin auf jeden Fall übelst gespannt. Ich habe euch gestern nochmal gezeigt, dass das auf jeden Fall in zwei Phasen ablaufen wird. Das heißt also, die Rakete wird sich auf jeden Fall splitten. Und es gab noch ein Emote-File, was aufgetaucht ist. Das heißt also, da ist man sich auch noch nicht ganz klar. Es kann natürlich gut sein, dass am Ende natürlich so ein Emote gezeigt wird. Ihr kennt das, manchmal gibt es ja so Events wie zum Beispiel, wo Feuerwerk oder sowas im Himmel ist und dann gibt es auf einmal so ein Emote in der Luft, sowas in diese Richtung wahrscheinlich. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was passieren wird, dass diesmal der Raketenstart wirklich klappt, in Anführungsstrichen, und nicht, dass der irgendwie in eine Rift Zone reingeht oder so. Aber da sind wir auch schon beim ersten krassen Thema Rift Zones. Und zwar, ihr wisst ja, einige große Plätze sind hier verändert worden, beziehungsweise sind wieder zurückgekommen und haben jetzt sind sozusagen jetzt Rift Zones. Und ja, das hat viele Leute gestört, dass diese Zonen speziell immer am Ende sind, beziehungsweise oft am Ende sind. Das heißt also, der finale Kreis sozusagen befindet sich dann irgendwie darüber. Vor allem war es sehr, sehr nervig jetzt bei dieser ganzen Taco-Geschichte, denn alle paar Sekunden da ein Taco-Emote zu machen, ist vielleicht nicht ganz so förderlich, wenn man vielleicht um Geld spielt oder wenn man irgendwelche Turniere spielt oder so. Deswegen hat man das jetzt rausgenommen. Das heißt also, es gibt jetzt keine End-Circles mehr in den Rift-Zones, was sehr interessant ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Das heißt also, wir haben viel mehr dann sozusagen in der Landschaft drumherum irgendwie. Das heißt also, da wird ein bisschen was passieren. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Anderes großes Thema, was ich euch jetzt gleich zeigen werde, sind zwei neue Skins, die geleakt sind. Ein Skin, den hatten wir schon mal im Grunde genommen geleakt, da habe ich euch schon mal was drüber gesagt. Das war eine Statue, die da aufgetaucht ist und da war eigentlich schon klar, dass das ein Skin wird, weil das nämlich auch Files hatte, dass das ein Skin wird. Und der andere Skin passt so ein bisschen zum September, zeige ich euch aber jetzt warum. Also erster Skin ist natürlich der hier gebracht von Psylox. Auf jeden Fall unten der Link in der Videobeschreibung zu seinem Twitter-Profil. Und das ist Female Cupid. Das heißt also Love Ranger in weiblich sozusagen. Und die sieht richtig, richtig nice aus, muss ich sagen. Die hat auf jeden Fall viel mehr Style, als er das hat, muss ich ganz klar sagen. Vor allem auch mit diesen goldenen Umrandungen, die überall dran sind. Ist auf jeden Fall ein richtig, richtig cooler Skin. Für wie viel der dann im Shop sein wird, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Aber ihr könnt euch auf jeden Fall darauf gefasst machen, dass der jetzt bald reinkommen wird. Und der sieht schon nice aus, oder? Hat jetzt zwar nicht wirklich viel mit der Story zu tun. Manchmal wird ja sowas verraten. Allerdings der jetzt nicht wirklich was mit der Story, soweit ich das weiß. Aber die Flügel sind schon nice, oder? Wenn man sich die Flügel anguckt, die sind auch schon nice. Flügel nehme ich immer gerne mit. Und da ich hier auch die männliche Version habe, denke ich mir, werde ich mir auch die weibliche hier holen. Ist also ein richtig, richtig cooler Skin. Haare bewegen sich auch übrigens, was ich cool finde. Obwohl das ja eigentlich so ein bisschen, ja, ich sag mal, aus Stein sein sollte, ja, ne, die Figur. Aber die ist ja zum Leben erwacht. Also, cooler Skin auf jeden Fall. Richtig, richtig nice. Das hier die weibliche Version von dem Love Ranger. So, und der andere Skin, der geleakt ist, ist der gute Herr hier. Und zwar der Area 51 Skin. Deswegen habe ich gesagt, das passt gut zum September, weil das ja eigentlich geplant war, dieser Raid zu Area 51. Oh mein Gott, schaut euch sein Gesicht an. Wie nice ist das denn bitte? Der erinnert mich sowas von übel an Monster AG. Das glaubt ihr gar nicht. Der hat nicht so viel für mich wie mit Aliens zu tun, sondern eher mit Monster AG. Ich finde den lustig, muss ich sagen. Ist vielleicht jetzt nicht der beste Skin. Ich muss sagen, irgendwie sein Anzug und so weiter sieht natürlich ein bisschen weird aus. Wahrscheinlich auch einfach zum Schutz von den Leuten, die den kreiert haben, weil es halt auch einfach schwierig ist, wahrscheinlich einen Alien-Körper in irgendeiner Weise dann richtig zu machen. Aber ja, interessant auf jeden Fall. Sieht cool aus. Der passt natürlich jetzt perfekt mit dem Area 51 Raid und so im September, was natürlich abgesagt worden ist. Aber trotzdem sehr, sehr nice, dass man so eine Anspielung macht. So, Lukas und Yoshi bringt uns nochmal eine Übersicht über alle Skins, die bisher geleakt sind, die noch nicht rausgekommen sind. Alle Encrypted-Files sozusagen. Da haben wir von links angefangen, natürlich den Area 51-Alien-Mann, den wir gerade gesehen haben. Also, wie hieß der eigentlich? Hieß der Harry oder so? Ich weiß nicht mehr, von Monster ergibt. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ich weiß es nicht ganz genau. Dann natürlich Female Love Ranger, die ich bisher am geilsten finde, muss ich ganz ehrlich sagen, von allen geleakten Skins. Ja, dann die dritte von links. Das ist noch nicht ganz klar, denn das könnte tatsächlich ein exklusiver Skin werden für ein Handy wieder. Da ist man sich auch nicht ganz sicher. Bin auf jeden Fall mal gespannt. Und ganz recht natürlich unser Bananen-Terminator. Da bin ich, den finde ich sowieso nice. Also Bananen ist ja sowieso so ein richtig cooler, ich sag mal, so ein richtig cooles Meme geworden im Spiel auch. Ihr wisst das irgendwie, man geht irgendwo rein mit 15, 16 Leuten und alle sind Bananen und so. Das ist natürlich schon richtig lustig und das dann in Terminator-Form wäre natürlich super nice.
Aber ja, schreibt gerne mal rein, was euer Favorite Skin ist von den Encrypted Files. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der Cupid Love Range, also die weibliche Version da, die finde ich richtig nice. Also ganz ehrlich, die ist bisher der beste Skin. Es gab so ein paar Skins, die ganz cool waren in letzter Zeit, die so geleakt sind. Wobei ich sagen muss, der gefällt mir echt am besten, vor allem auch mit den Flügeln. Bin gespannt, was der kosten wird und wann der vor allem in dem Shop kommen wird. Aber ja, schreibt gerne mal, wie gesagt, eure Meinung rein. Und vor allem auch zu der ganzen Sache, dass jetzt ja die Rifts bzw. die Endzonen nicht mehr in den Rift Zones enden. Das ist natürlich eine krasse Änderung, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir hatten ja so kleine Änderungen. Mit dem Sturm wird immer so ein bisschen rumexperimentiert, habe ich so das Gefühl. Man hatte ja erst die Moving Zones, das heißt also, dass auch Final Circles rausgehen können, in den Sturm wieder rein und alle mitwandern müssen sozusagen. Das hatte man dann irgendwie verändert, dass das so wie ganz früher war, dass es einen finalen Circle gab und innerhalb dieses Circles sozusagen bewegt sich der Endcircle. Da gab es natürlich auch so ein bisschen Moven, aber nicht ganz so krass, wie das dann die ganze Zeit war, wie wir uns eigentlich daran gewöhnt hatten und wie wir das auch in Turnieren gesehen hatten. Was natürlich auch ein bisschen mehr Skill erfordert. Ich bin gespannt auf jeden Fall, wie das dann in Zukunft wird, wie das mit dem Sturm sich entwickelt und ob wir da vielleicht auch mal ein paar neue Varianten vom Sturm sehen. Würde mich auf jeden Fall freuen, dass das so ein bisschen verändert werden würde, ein bisschen mehr was reinbringen würde. Da hat man ja immer wieder von Season zu Season gehabt, dass da immer mal wieder so kleine Sachen ausprobiert worden sind. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Eure Meinung zu den ganzen Themen gerne unten in die Kommentare und wie immer, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Sub da und dann hören wir uns morgen zur neuen Episode. Also bis dahin. Ciao, ciao.